Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, andere nicht. Auf diesem Kanal werden wieder Videos kommen, ja. Ich habe einfach gedacht, ich fange jetzt einfach schon mal, bevor Match Attacks rauskommt, mit FIFA 365 an. Ich wollte eigentlich erst anfangen, wenn Match Attacks, die neue Serie, rauskommt, aber das zögert sich jetzt noch ein bisschen raus. Also am 21. September werden die erscheinen. Ich habe da schon einiges vorbestellt. Mal schauen, wann das ankommt. Ja, darauf könnt ihr gespannt sein. Ja, für die Überbrückungszeit quasi habe ich FIFA 365, einmal drei Booster, eben gerade noch gekauft. Habe gestaunt, was es für andere Sammelkarten alles noch gibt. Also in den 2 Jahren, wo ich weg war, ist einiges passiert. Wenn ihr euch fragt, wo ich war in diesen 2 Jahren oder was ich gemacht habe, ja, ich habe mich mehr auf Schule konzentriert, habe jetzt mein Abitur abgeschlossen, 1,6 im Durchschnitt, also ja, es hat sich auf der einen Seite gelohnt, dass ich meine Zeit woanders rein investiert habe, auf der anderen Seite fand ich es schade und jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und ich dachte, ja, wenn ich wieder ein bisschen produziere an Content, dann ist das ganz schön für euch, weil es haben viele sich gewünscht, dass ich weiter Videos mache, das habe ich in den Kommentaren vernommen. Ich habe außerdem nochmal Fanbriefe bekommen, das fand ich sehr schön, vielleicht werde ich den im nächsten Mail Day dann vorstellen, ja. Wie gesagt, FIFA 365 habe ich jetzt noch nicht geöffnet auf diesem Kanal, wie auch. Es gibt 264 Standardkarten, 132 Fankarten, in jedem Paket eine, 36 Power-Up-Karten, in jedem 6. Paket, 18 Multiple Cards, in jedem 8. Paket und 9 Raritäten, in jedem 30. Paket. Wie ich mir die Karten genau vorstellen kann, ich habe keine Ahnung. Ich habe die bisher noch kein einziges Mal geöffnet. Das ist das erste Mal, dass ich die mit euch zusammen öffne. Ui, das sieht doch nach einer besonderen Karte aus. Das ist, glaube ich, eine Fankarte. Ui. Ja, man sieht hier oben, ich habe so eine Lampe, die hängt jetzt quasi über dem Aufnahmeding, deswegen leuchtet das hier ein bisschen noch so. Naja, ich hoffe, dass mit der Beleuchtung stimmt alles. Oribe Peralta. Ach ja, das ist ja international. Stimmt. Ich bin leider fast raus aus dem Thema. Ich habe in den letzten 2 Jahren sehr wenig mit Sammelkarten gemacht. Aber ich werde mich da wieder reinarbeiten und für euch den besten Content produzieren. Oh, Thiago, eine Power-Up-Karte. In wie vielen Paketen waren die noch? In jedem 6. Power-Up-Karten, in jedem 6. Paket. Also, wir haben schon unsere erste Power-Up-Karte direkt im 1. Paket. Thiago von Bayern. Perotti, das sind, glaube ich, die normalen Karten. Die sehen eigentlich auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Die sehen ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, die letzte Match Attacks-Serie fand ich auch ziemlich cool vom Design. Aber die neue, die kommt, die fand ich so mittelmäßig. Aber mal gucken. Die ist ja noch nicht draußen. Kann sein, dass sie das Design noch mal ein bisschen verändert haben. Und es kommen ja auch die nächsten Tage. Ich sollte vielleicht auch die Namen vorlesen. Romero und Tusky und den Namen könnt ihr selber zu Hause aussprechen. Das mache ich jetzt nicht für euch. Ihr seht, wie die schwer der ist hier. Adam heißt er mit Vornamen. Das kann ich noch aussprechen. Aber die anderen osteuropäischen Sprachen beherrsche ich leider nicht. Ja, es sollen ja auch jetzt Match Attacks rauskommen. So Promo-Booster wieder, die bei einigen Zeitschriften dabei sind. Ich habe da eben schon mal nachgeguckt. Da gab es jetzt noch nicht. Oder die waren vielleicht schon ausverkauft. Ich muss gleich nochmal. Ich fahre gleich nochmal irgendwo hin und guck. Und dann gibt's sie vielleicht am Samstag. Romero. Haben wir den nicht gerade schon gehabt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, ja, es ist ein anderer Romero. Die heißen beide Romero. Naja. Der eine ist übrigens Torwart, der andere nicht. Also, wieder eine Fankarte. Die ist ja in jedem Paket drin. Matuidi. Ah. Der von Paris Saint-Germain. Perusi. Kann sein, dass ich die Namen falsch ausspreche. Mensch, ich kann die Namen immer noch nicht aussprechen. Das war früher schon so, das wird auch immer noch so bleiben. Bailey, den kriege ich einigermaßen hin. Ich hoffe auch, es ist richtig. Quintero und Moreno. Also die ganzen Namen sind schwer auszusprechen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Und das letzte Booster. Oh, es gibt auch Club-Logos. Club America. Aber das ist ja quasi von... Das ist ja quasi, glaube ich, der Fall. Also alle amerikanischen Fußballländer sind in diesem Verein zusammengeschlossen. Ich hoffe, das ist richtig. Oder ist das... Nee, 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 nee. Das ist...
Ist das Mexiko? Was sind das eigentlich für Karten? Was? Von welchem Thema? Eigentlich nur, also FIFA 365, also alles, was es auf der Welt an Fußball gibt. Ich musste das noch einmal nachgucken. Oh, das ist eine Multiple Card. Wieso ziehe ich denn auch solche Karten? Das ist ja unglaublich. Multiple Cards sind in jedem achten Paket nur. Und ich habe hier eine Multiple Card. Die sieht ja auch mal cool aus. Also ich habe echt, mein Kartenglück gibt es immer noch. Also das war damals schon gut und es ist jetzt immer noch super. Von Manchester United, Pogba und Martial, oder heißt der Martial? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Kagawa vom BVB, das kann ich aussprechen. Borja, Centurion und Mutari. Sind das sechs Karten pro Paket? Ja, Tatsache. Sechs Karten pro Paket. Waren das früher fünf? Nee, bei Adrenalin waren es sechs und bei Magic Tricks fünf. Ja, mal gucken. Ich habe auch noch ein paar andere Karten gekauft. Eben gerade für meine Booster-Sammlung. Ich habe gesehen, es gibt wieder ganz viele Karten, die ich noch gar nicht habe. Irgendwie. Was war das? Irgendwas Marvel. Marvel-Karten. Es gibt so viel. Aber dazu werden wir noch kommen, wenn wir ein Booster-Sammlung-Update machen. Weil ich habe in der Zeit natürlich auch ein bisschen weiter gesammelt. Nicht so viel wie damals. Ich habe ja über 100 Booster schon beisammen. Und die sind jetzt gerade, glaube ich, allein weil ich neu am Kiosk war und die ganzen Karten noch nicht kannte, habe ich 7 neue Booster, 8 neue Booster. Naja. Da wird noch was auf euch zukommen. Seid gespannt, schaltet auch demnächst wieder ein und wenn ihr den Kanal noch gar nicht kennt, ja, mein Name ist Jan. Ich bin hier auf dem Kanal Sammlerwelten quasi die Person, die das macht und ja, mal sehen, vielleicht kommt auch wieder mit anderen Leuten zusammen, was mit Ben oder ja, Dennis von PAX United und von Ben Masterful. Mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat es das gefallen, dass ich weitergemacht habe. Lasst einen Daumen da, keine Ahnung, wie man das sagt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, kommentiert, was für Karten ihr noch sehen wollt. Ich habe gesehen, es gibt auch Force Attacks, eine neue Serie. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann kann ich mich ein bisschen an euch orientieren, was ihr überhaupt sehen wollt. Weil das habe ich, glaube ich, früher nicht ganz immer berücksichtigt. Da habe ich auch Sachen geöffnet, die wollte eigentlich niemand sehen. Aber selbst wenn es eine Person jetzt sehen will oder so, dann werde ich da ein bisschen was öffnen. Naja, wir sehen uns. Tschüss.